Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zu TerraTech. Ja, aus den Kommentaren ging hervor, dass ich mal wieder einen Quadrocopter bauen sollte und ich würde mal sagen, probieren wir es einfach mal. Dazu müsste ich mal ins Inventar gehen, dann bräuchten wir eine Fahrerkabine. Dann wechseln wir auf diese Fahrerkabine und schicken mal unseren fliegenden Kettenklotz, der ja fliegen kann, nur dass ihm sehr früh der Sprit ausgeht, ins Inventar, damit wir wieder Blöcke haben. Und dann basteln wir mal weiter. So. Nix an, du. Und der sollte überwiegend Hawkeye sein. Nun gut. Schauen wir mal, wie wir das hinbekommen. Gut. Ja, anscheinend muss ich dann noch eine Storage Unit hier irgendwo platzieren. Den ganzen Müll, der daneben fliegt. Das geht ja zum Glück ratzfatz. So, wunderbar. Gut. Und wir nehmen die Rotoren von GSO dafür. Gucken wir mal. So. Dann hier auch nochmal wenden. Ja. Ganz genau so. Dann muss ich dich auch noch ein paar Mal wenden. Und das einigermaßen symmetrisch aussieht. Das müsste jetzt eigentlich schon fliegen. Betonung liegt auf müsste. Das Zeug hat anscheinend keine Power. Ja, höchstwahrscheinlich brauche ich mehr von den Dingern hier. Wo driftest du denn hin? Nee. Die Teile bitte nicht. Ich würde es wirklich begrüßen, wenn du aufhören würdest zu driften. Geht ja mal gar nicht. Kommt eins hier hin und eins dahin. Wahrscheinlich brauche ich noch Stabilisatoren ohne Ende. Oh ja, du drückst nach oben. Beziehungsweise andersrum. Eigentlich ist an dem Teil gar nichts so schwer, dass es nicht fliegen sollte. Echt verrückt. Oder müssen die Teile nach oben gucken? Ha! Wahrscheinlich ist das Problem. Und dann wenden wir mal das Ganze. Moment, da war's ja. So, dann gehst du mal bitte auch runter. Erstmal müssen wir herausfinden, in welche Richtung die Teile hochziehen. Ja, genau so. Da hatte ich quasi einen kleinen Logikfehler drin. Ohohoho. Nicht nach hinten fliegen. Au. Naja, aber anscheinend bräuchten wir auch noch irgendwie Räder oder so. Driften wir bitte wieder zurück zur Storage Unit. Räder und Stabilisatoren. Denn ohne Stabilisatoren wird das höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Die sind hier. Ein ganzer Stabilisator. Wow. Doch so viel. Können wir vielleicht irgendwelche auf den Markt kaufen? Nur eine Schildblase. Nee. Das bringt uns halt nicht weiter. Nun. Also muss man schauen, dass wir es irgendwie ohne Stabilisatoren hinbekommen.
Und natürlich brauchen wir auch Räder, damit das Teil auch fahren kann. Eins, zwei, drei und vier. Ja. Fliegen müsste es immer noch können. Wunderbar. So, dann kann man sich ja quasi schon um die Hülle kümmern. Ah, ich hätte eigentlich auch diese Hawkeye-Flügelräder nehmen können. Aber nee. Weißt du was, für alle Fälle haue ich da zumindest unseren einzigen Stabilisator drauf. Denn einer ist besser als gar nichts und ich hoffe mal, dass wir den nicht brauchen werden. Ja, wir kommen hier wirklich nicht wirklich schnell voran. Weißt du was, bevor er zu schwer wird und wir dann irgendwie gucken müssen, wie wir alles ausgleichen, könnten wir direkt mal die Teile draufsetzen. Glaube, das war vorhin schon richtig so. Ganz genau. Dann haben wir dann zusätzliche Ankerpunkte hier an den Stellen. Denn hier unten haben wir zum Beispiel gar keine. Jetzt haben wir hier zumindest einen. Oh, zwei gehen auch. Müsste ich dich eventuell vielleicht nochmal drehen? Ich glaube, das Problem bei den unteren ist einfach nur. Ja, da sieht man es schon. Ich habe ja alles komplett falsch ausgerichtet. Baller. Du bist ja auch falsch. Guckt er sich da falsch hin und sagt nichts. Jetzt gehen die Lichter an. Ja, ich hoffe mal, das reicht vom Schub her. Sonst muss ich da noch eine Reihe hochgehen. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt irgendwie einen Rahmen, wo wir alles dran montieren können. An sich hätte ich den gerne schon irgendwie so pyramidenförmig. Aber naja, man kann halt nicht alles haben. Und die gewünschten Hawkeye-Blöcke werden auch zu kurz kommen. Das sehe ich jetzt schon. Moment, wir können mal gucken, ob es wieder welche zu kaufen gibt. Ah, nur das Zeug hier. Na gut, ich nehm's. Kann man gut gebrauchen. Hey, lass dich da nicht abdriften. Geht doch. Gut. Dann basteln wir doch mal eine Nase dran, wobei du verschwindest wieder. Jetzt brauche ich dich nicht mehr. Dann, zurück zu den Blöcken. Also wir wissen ja, dass hier vorne ist. Gib mir mal irgendwelche leichten Teile. Dann einmal kurz husten. So. Dann bitte einmal die kurzen. Ja, jetzt haben wir schon mal ein Problem. Die Symmetrie. Also mit meiner Keilform, die ich da so vorhatte, wird es wahrscheinlich nichts werden. Na komm, weg damit. So, dass es mir tut. Ich bin auf die Grundform
angewiesen. Na komm, schieb's mal ran. So. Dann halt eben unsere Umrandung. Na komm, geh mal hier hin. Jetzt drehst du dich in die Richtung, ist doch nicht dein Ernst. So, und dann noch vorne. Oh, verdammt, wird das schwer werden. Geh mal zu GSO. Die Teile hier. Ja. Sieht zwar nicht gerade überragend aus, aber sie passen halt einigermaßen in die Ecken. Ist doch schön. Und weißt du was? Sicherheitshalber haue ich da noch ein paar zusätzliche Gerätschaften rein. Damit wir keine Startprobleme bekommen. Mhm. Moment, vielleicht sollte ich da drin erstmal Batterien oder sowas platzieren. Und Reparaturblasen, damit wir Strom haben. Energie. Du reichst dir als Schild vollkommen aus. Zwei Reparaturblasen. Und Batterien. Schade, dass es da noch keine von Hawkeye gibt. Ich glaube, du kannst da nochmal kurz verschwinden. Und ich sehe gerade, dass da was nach oben gerutscht ist, was da gar nicht hingehört. Warum rutscht das immer nach oben? Achso, da geht es ja gar nicht rein wegen dem Teil. Und vier Batterien. Hm. Moment mal kurz. Das ist doch schon die richtige Höhe. Nein, dann... Ah, jetzt hör doch mal auf. Geh doch bitte immer dahin, wo ich dich hinhaben möchte. Na komm, runter da. Fliegst du noch? Oh, und ich bin schon überm Gewicht. Die Teile haben einfach keine Leistung. Nur noch zwei von den Teilen hier. Gib mal ein Payload-Terminal her. Da können wir ja noch ein paar erwerben. Ansonsten, ja, guten Morgen. Ansonsten können wir das ja richtig früh vergessen hier. Dann ist der Versuch ja jetzt schon gescheitert. Oder wir helfen mit Düsen nach. Hm. Wäre ja auch eine Option. Da können wir ja Venture-Dinger nehmen. Zu viel Schub. Definitiv zu viel. Und ich wollte ja noch meine Ladestation aufbauen. Nee, nicht im Inventar. Die haben wir ja hier irgendwo. Hier, Ladestation 1. Gut, dann können wir jetzt unsere Sachen reparieren. Auf jeden Fall brauchen wir mehr Rotoren. Jetzt fürs Erst nicht keine Blöcke kaufen. Du verschwindest mal wieder. Dann können wir jetzt weiter basteln.
Phew. Nun gut. Ich bräuchte definitiv mehr von diesen Blöcken hier. Das hier soll keiner sehen können. So, immer weiter. Haben wir es gleich? Ja, wir haben es. So. Bist du hässlich? Da müssen wir halt noch ein paar Flügel irgendwie anbringen. Weil das Teil flugfähig ist. Ich glaube, das wird so nichts. Die müsste ich quasi schon da unten ansetzen. Falschrum ist auch eine Option. Aber keine gute. Ja, da hast du keinen Punkt. Also kann ich dich auch schon mal knicken. Ich bekomme mich da nicht so hin, wie ich dich gerne hin hätte. Du vielleicht. Da bekomme ich auch keinen Punkt dran. Dich kann ich nicht mal wenden. Aber du. Das sieht doch schick aus. So, Flügel 1. Aber das reicht bei weitem nicht aus. Da muss ich mir sonst noch was einfallen lassen. Mal gucken, wie das hier so aussieht. Du verschwindest mal wieder. Du stehst nur noch im Weg. Du möchtest nicht mehr fahren, warum? Ach so, weil wir keinen Schub mehr haben. Also das Starten ist eine einmalige Sache, wie es aussieht. Uiuiui. Und irgendwie müssen wir auch noch ein Heck definieren. Ein Vorderteil. Worauf habe ich mich hier eingelassen? Teile werden auch langsam knapp. Bah, ich könnte das einfach so draufstellen. Braucht ja nichts weiteres. Moment. Nee, da fehlt es wirklich an Schub. Ist traurig, aber wahr. Uiuiui. Also ich würde mal sagen, vom Aufbau her müsste es definitiv flugfähig sein. Es fehlt halt noch der Antrieb nach vorne. Weißt du was? Seien wir mal ein bisschen witzig. Komm du mal kurz mit. Was zur Hölle habe ich mir dabei gedacht? Klar, mir fehlt es einfach an Power.
braucht ihr definitiv auch mehr Rotoren. Also ein Quadrocopter ist definitiv momentan nicht machbar, wie es aussieht. Zumindest nicht so, wie ich mir ihn vorstelle. Für das Konstrukt müsste ich jede Menge Gewicht sparen, das heißt, die ganzen Panzerblöcke müssten weg. Ja, dann fliegt's wieder. Na komm, organisieren wir jetzt mal ein bisschen mehr, beziehungsweise weniger Gewicht. Hoppala, habe ich dich nicht platziert. Dann reiße ich hier und da einfach ein paar Blöcke raus. Tag der offenen Fenster. Oh. Ja, das haut leider nicht überall so hin. Ich kann nicht überall Gewicht sparen. Schade. Ich glaube, da werden wir nochmal ans Reißbrett ran müssen. Es fehlt einfach wirklich der Schwung, um es in der Luft zu halten. Ich würde mal sagen, der Aufbau würde sogar irgendwie einigermaßen fliegen, wenn nicht sogar Loopings machen. Vor Freude. Moment, du hättest dahin gehört. Naja gut, meine Freunde, ich würde mal sagen, ich muss mir da noch was überlegen, wie das am Ende aussehen wird. Oder ich verwerfe dieses Konzept hier direkt wieder. Und wir bauen wieder mal ein normales Fahrzeug und gehen wieder mal auf Questjagd, damit wir ein paar Quests erledigen können. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.